Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turmoil. Und heute werden wir weiter in den Ebenen nach Öl und Gas suchen. In der letzten Folge haben wir irgendwie 84.000 oder so an Geld gemacht, was natürlich wunderschön ist, und ich würde ganz gerne mal sehen, ob wir das weiterhin so hochhalten können. Jedenfalls, wir haben gerade knapp 30.000 und 20% der Stadtaktien, heißt knapp ein Fünftel. Wir werden weiterhin Upgrades holen. Wir sind auch fast fertig. Den Stall haben wir komplett. Die Werkstatt fehlt noch ein bisschen und die Fabrik haben wir knapp über die Hälfte. Da frage ich mich, was eigentlich noch bald kommen wird, weil das ist schon wirklich eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit der Ölförderung und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ich habe ja auch schon in der letzten Folge so ein bisschen die Strategie dargelegt, die man hier in den Ebenen haben kann. Und im Grunde geht es darum, dass man sehr viel Öl lagert, bis relativ spät im Jahr wartet, dann das ganze Gas zu den Fabriken laufen lässt, beziehungsweise zu einer. Und dieses Gas, das erhöht den Preis. Dieser erhöhte Preis sorgt wiederum dafür, dass man mehr Geld bekommt pro Fass quasi an Öl, was natürlich wunderschön ist. Und das wollen wir, also geben wir uns Mühe, das weiterhin hochzuhalten und dann endlich das Ölvorkommen. So, holen wir uns direkt erstmal ein. Erstmal ein Wünsche-Routengänger. Ich würde die diesmal auch gerne früh upgraden wollen. Beim letzten Mal wurde es ein bisschen knapp. Oh, wir können die tatsächlich... wir können die jetzt upgraden. Zweites Mal sogar. Oh, da habe ich aus Versehen drei breites Rohr gemacht. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Aber gut, dann ist das eben so. Wir setzen ein paar Maulwürfe aus. So, der hat Öl gefunden. Suchen wir irgendwo da. Okay, da haben wir es gefunden. Oh, das scheint doch ziemlich groß zu sein. 5 weitere Pferde. Ich sagte 5 weitere Pferde. Wir haben die letzte Folge geupgradet. Aber die haben immer noch Probleme. Hier steigt auch gerade der Preis. Verbinden wir es damit, da mit Gas. Links und rechts. Rechts sogar ein bisschen mehr. Kurz gucken. Okay, da ist bisher nichts. Der Wünsche-Routengänge hier meint wahrscheinlich das Gas unten. Das interessiert uns erstmal nicht weiter. Das werden wir erst später machen. Ich kann 3 Silos dazwischen quetschen. So und so. Und dann verbessern wir das hier mal. Was ist das da unten? Das ist tatsächlich auch noch Öl. Das heißt, das müssen wir irgendwie geschickt da rausholen. Und später umwandeln in die Gaspipeline. Ich habe noch was gefunden auf der rechten Seite. Jetzt mal überall noch mal mehr Maulwürfe hin. Oh, das war ein Scanner. Wir haben sehr viel Gas auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Da haben wir Öl. Aber wir haben wirklich nicht viel Gas, nicht viel Öl. Ich würde mal gerne auf beiden Seiten das runtersetzen. Wir haben nämlich eine ganze Menge vom Gas gefunden, aber fast gar kein Öl. Was traurig ist. Ja, das möchte ich natürlich gerne ändern. Wenn wir eine Menge Gas haben, aber kein Öl, dann bringt uns ja das Gas am Ende auch nichts. Ich weiß, auf der rechten Seite ist der Preis sehr, sehr gut, aber wir müssen wissen, wir können mit dem ganzen Gas, was wir hier finden,
nochmal höhere Preise erreichen. Okay? Und das können wir leider momentan nur auf der linken Seite. Nicht auf der rechten Seite, sonst würde ich das natürlich machen. Wie weit nach unten geht das denn noch hier? Senden wir mal zwei dahin. Und nochmal zwei, die sich hier irgendwie umschauen. Es gibt wahrscheinlich auch irgendwo noch einen Diamanten, aber momentan relativ unwichtig. Wir haben in der letzten Folge ja eine Menge gefunden. Ich würde dann mal... Achso, Fabriken können das nicht machen. Gut, dann machen wir es von hier aus. Machen das erstmal zu. Verbinden das so. Und so. Dann machen wir auch erstmal... Achso, kein Geld mehr. Verkaufen wir mal so ein paar Kärtchen voll. So. Dann machen wir... Nein. Komm schon, wir machen das dazu. Verbinden das und das. Verbessern dann auch direkt die Rohre. Wohin geht das Gas? Ich weiß nicht, wohin das Gas hinläuft. Aber okay. Ach komm schon. Gehen wir eben außen rum. So. Okay, wir müssen doch wieder ein bisschen... Wirklich. Im Ernst. Im Ernst jetzt. Ich... Ach. Können wir dorthin? Sehr schön. Wir brauchten kein Bohrer. Das hier müssen wir verbessern. Das müssen wir verbessern. Und dann würde ich ganz gerne endlich das gesamte Öl rausholen. Wir werden wahrscheinlich trotzdem den Bohrer holen müssen. Kommen wir da irgendwo durch? Kommen da irgendwo durch? So, und gehen wir erstmal noch nicht weiter. Ich würde ganz gerne nämlich hier rüber, dann dort rüber verbinden. Aber dazu müssen wir warten, bis das Öl hier unten leer ist. Da ist noch ein bisschen was drin. Es ist schon der 9. Juli. Also langsam verläuft die Zeit auch. Und dann müssen wir schnell verkaufen. Ich denke mal nicht, dass wir hier noch was finden. Oh mein Gott, komm schon. So. So. Irgendwie fließt das Gas irgendwo hin. Ich weiß nicht wohin. Ja, wir haben irgendwelche Gaslecks scheinbar. So, die Maulwürfe versuchen ja natürlich weiter nach Gas, aber ich werde das hier schon mal öffnen. Oh. Mist. Da haben wir ein bisschen was fallen lassen quasi. Jetzt steigt schön der Preis. Ich glaube nicht, dass wir diesmal auch die 3 Dollar erreichen werden. Ja, also es ist nicht besonders gut. Ein besonders hoher Preis. Diesmal wird es nicht ganz so krass wie beim letzten Mal. Aber es ist natürlich auch ein schlechterer Boden. Und damit sollten wir es haben. Ja? Also wir werden keinen Diamanten finden. Wir werden nicht ganz so viel Geld machen. Es gab einen Diamanten. Ja, ich glaube, wir setzen jetzt auch einen Diamanten ein. Wir haben 40.000 bekommen. Ist nicht ganz so krass. Dafür wieder alle 4 Boni. Am Ende ist es schön hochgestiegen. Dann die Einnahmen. 1,79 Dollar pro Fass war diesmal sogar mehr, aber wir hatten weniger Öl, also weniger Geld. Wagen-Upgrade Stufe 2 hat eine ganze Menge gekostet. Okay, weiß ich jetzt nicht warum. Da haben wir das und damit gehen wir weiter. Es könnte sogar sein, dass ich jetzt nicht erster Platz bin. Die anderen haben nämlich eine ganze Menge Geld ausgegeben, um den Boden zu bekommen.
Na okay, wir sind trotzdem der erste Platz. Knapp das Doppelte von Ricardo. Dann schauen wir mal vorbei. Erstmal geben wir Anthony einen Diamanten. Damit haben wir noch einen. So. Dann beginnen wir mal. Da gibt es überall Diamanten in der Gegend. Und Anthony sagt mir hier oben rechts. Lassen wir die mal weiterkämpfen. Um die schlechten Böden, während wir uns einen guten Boden holen, hoffentlich. Und dann die Aktienauktion. 1%. Ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand holen wird. Also 5000 mache ich. Aber das ist 1%. Wenn da 5% Aktien stehen würden, super, würde ich sofort nehmen. Ja? 1%. Ich werde einfach warten. Ja? Ich werde bis kurz vor Ricardo warten, dann würde ich drücken, aber sonst nicht. Ja, es ist nichts wert. Alles mein, sagt Blanche. Hat 1% der Stadtaktien. Nee. Einfach nein. So, Größe 2 brauchen wir nicht. Hier hatten wir nichts mehr. Nein. Gut, dann holen wir uns die Right Ink Verbindung. Und einfach, weil wir es können, auch den Timer. Dann haben wir fast alle Upgrades. Aber scheinbar gibt es noch mehr. Auch wenn hier alle jetzt weg sind. Also irgendwie gibt es hier noch 6 weitere Upgrades. Und in der Werkstatt soll es noch 2 geben. Ja, wahrscheinlich dann Größe 2 und Größe 3. Aber ich benutze den Scanner eh kaum, also irrelevant. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar, ja, wie immer, mit 2 Wünschelrutengängern. So, 5 Stück. Verkaufen nach rechts. Auch wenn es gleich wieder runtergehen wird. Gut, es war ganz schön knapp, aber es hat gerade so noch gereicht. Da auch sehr schön. Setzen wir mal noch einen weiteren hin. Verbessern hier einmal das Rohr. So, rechts sinkt leider der Preis schon wieder. Ich würde sagen, bis 80 Cent verkaufen wir noch. Okay, dann machen wir es einfach wieder weg. Und dann beginnen wir zu lagern. Machen wir es so. Dann würde ich gerne noch ein Silo daneben packen. Und daneben kommt dann die zweite Ölbohrplattform. Verkaufen wir ein bisschen nach links. So, verbessern wir die Wagen direkt. Okay, das konnte ich nicht machen. Aber bauen wir erstmal eine Ölbohrplattform. So. Und dann bauen wir irgendwo nach unten. Perfekt. Direkt getroffen. Setzen wir nochmal 2 weitere hin. So, da passt noch ein Silo rein. Aber viel mehr da noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir es mal so. Weiß auch nicht genau, ob es 8 waren, aber kann gut sein. Okay, wir haben hier drüben Öl. Ich bin am Überlegen, vielleicht machen wir doch eine weitere Ölbauplattform noch. Das reicht nicht. Schade. Wir sollten auch nichts mehr verkaufen hier drüben. Dann verkaufen wir rechts ein bisschen. Wir brauchen einfach das Geld. So, das können wir dorthin führen. Dann wird das Rohr wieder genutzt. Wir haben schon ein Gasvorkommen. Wir haben auch schon eine Menge Ölvorkommen. Ich glaube, ich brauche hier
ganz an den Rand eine. Oder vielleicht in die Mitte. Machen wir mal zwei Silos so. Und dann hier eine Überbau-Plattform, die ist wahrscheinlich dann, oh, die wird dann wahrscheinlich kaum benötigt weiter, weil wir haben halt schon zwei. Daher, ja gut. Oh, das ist auf $1.12 hoch. Verbessern wir mal die Rohre. So und so. Ich mach das erstmal bis hierhin. Verbessere die Wagen. Einfach wieder Wagen draufschmeißen wie vorher. So, 15. Ich würde ganz gern hier noch ein paar mehr Maulwürfe aussetzen. Ich glaube, jetzt können wir aber dorthin. Verbessern wir das auf die dritte Stufe. Was ist das hier? Das ist auch Gas. Da sind drei Gasvorkommen. Ich glaube, links werden wir das Gas hinliefern. Rechts ist, glaube ich, nichts mehr weiter. Nochmal zwei Wünschelroutengänge. Dann nehmen wir das da weg. So, hier verbessern wir auch mal das Rohr. Mal schauen, ob die noch was finden. Okay, die haben tatsächlich noch was gefunden. Müsste irgendwo hier sein. Oder ich setze einfach mal ein paar Maulwürfe aus. Okay, ich weiß nicht, wo der hin zeigt. Vielleicht hat er nur das Gas unten gefunden. Wir können ja trotzdem mal schauen. Nein, der hat da noch Öl gefunden. Ist aber auch wirklich ein winziges bisschen. Machen wir erstmal einen Scan hier. Ja, da ist nämlich ein Gasvorkommen. Das wollte ich nicht treffen. Das können wir dann auch später nutzen, um das quasi alles nach links zu bringen. Wir müssen unsere Silos verbessern. So, Wasser noch einzeln? Nein. Schade. Das heißt, wir müssen auch wahrscheinlich bald verkaufen. Ich habe das gefunden. Oh, das ist merkwürdig. Mit dem Silo zusammen. Verkaufen wir nach links. Da ist ja gerade der Preis ganz schön. Wir müssen das Öl hier schnell rausholen. Damit wir das eben nutzen können, um daraus ja, Gasförderung zu machen. Aber es sollte auch gleich geschafft sein. So, 90 Cent, dann machen wir es wieder runter. Verbessern wir das einmal, damit es ein bisschen schneller geht. So, finden die noch was? Nicht sicher. Ich glaube, ich mache hier zu. Einfach mal hier zu. Ich glaube, wir gehen von hier so, so, so. Wir brauchen wahrscheinlich den Bohrer, den hole ich mir jetzt schon. Dann gehen wir hier nach oben und machen dort auch erstmal zu. Genau so. Dann verbessern wir alle Rohre hier mal auf die zweite Stufe. Ne, die finden nichts mehr. Also brauchen wir da auch uns keine weitere Mühe zu geben. Und dann verbinden wir das. Dann beschleunigen wir ganz kurz die Zeit und öffnen das. Jetzt warten wir, bis drei von den
her sind. Ich schau mal ganz kurz. Okay, da ist auch nicht mehr viel. Die werden fast gleichzeitig leer, also würde ich sagen, wir verkaufen jetzt. Nehmen wir mal noch 5 weitere Pferde. Das sind sehr schöne Preise. Jetzt ist das Gas leer. Sinkt der Preis wieder. Aber wir haben für unglaubliche Preise verkauft. Wir haben auch 66.000 bekommen. Ich glaube nicht, dass da was ist. Vielleicht noch einen Diamanten. Aber wir haben ja noch. Also können wir beenden. Und es gab keinen Diamanten. Also alles gut. Und wir haben alles rausgeholt. Was sehr schön ist. Wir haben alle 4 Boni bekommen. Und natürlich keine Strafen. Also haben wir 68.471. Und ihr seht, wie stark das am Ende angestiegen ist. Einnahmen. Links haben wir für $2,22 pro Fass verkauft. Durchschnittlich für 1,79. Ausgaben, die meisten für die Rohre, danach für Rohr-Upgrades für Stufe 2 und danach Wagen. Und damit gehen wir weiter und schauen uns mal die Profite an. Und wir haben wirklich eine unglaubliche Menge. Ricardo ist zweiter Platz mit fast 10.000. Wir haben ja das 7-fache einfach. Ist doch ganz, ganz genützlich. 81 Cent könnte nicht schaden. Wenn es schief läuft, dann ist das quasi so ein Sicherheitsnetz, könnte man sagen. Machen wir Landauktion. Starten wir. Natürlich wollen die jetzt alle dort hingehen, weil es keine besseren Ländereien in der Nähe gibt. Nehmen wir einfach mal das. So, dann Aktienauktion. Wieder 1% Aktien. So, wie gesagt, 5.000 bin ich. Die haben alle nicht viel Geld. Also, wir müssen uns da keine große Mühe geben, wenn es auf 5.000 fällt. Nehmen wir es. Ansonsten nicht. Wie gesagt, es ist ein 1%. Macht quasi keinen Unterschied. Wir haben bereits ein Fünftel der Stadt, also da kommt es auf diesen 1% nicht an. Ja, viel zu teuer, so wie Blanche das sagen würde. Daisy hat es gekauft, okay. Größe 2 vom Scanner, hier gibt es nichts weiter. Hier gibt es auch nichts weiter. Wo können wir noch? Eine Werkstatt oder eine Fabrik, aber ich sehe nichts. Kommt vielleicht erst in der Zukunft. Also wenn wir weiter im Spiel fortfahren, auch wenn mich das ein bisschen wundert. Nehmen wir es einfach mal, damit wir quasi alle Upgrades bekommen. Und in der Fabrik fehlt dann eben noch ein bisschen was. Aber ja, das wird noch kommen. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!